Ja, dann soll ich dich übersetzen. Schönen guten Tag von Ala zusammen, ja. Ja, wir haben das Thema Familie. У нас тема семья. Und Familie, wir haben schon zwei Sonntage eine Predigt darüber gehört. Уже два воскресенья мы слушали проповеди на эту тему. Wir haben mittwochs intensiv für Familien gebetet. В среду мы интенсивно молились о семьях. Weil Familie, das ist etwas, was Gott geschaffen hat, was Gottes Plan ist. Потому что семья это то, что Бог сотворил, что в плане Божьем. Wisst ihr, Menschen versuchen da verschiedenste Formen von Familien hinzubiegen. Люди пытаются создать разные формы семей. Aber das ist Gottes Plan. Но это Божий план. Und Gott weiß, wie das funktioniert. И Бог знает, как это работает. Und wir hatten letzte Woche das Thema Vater sein. На прошлой неделе у нас была тема быть отцом. Und darüber haben wir ein bisschen gesprochen. Об этом мы говорили. Wir haben gesehen, dass es viele schlechte Beispiele gibt in der Bibel von Vätern. Мы видели, что в Библии есть очень много негативных примеров. Aber es gibt ein sehr, sehr gutes Beispiel, das ist Gott, der Vater. Но есть очень хороший пример, это Бог, Отец. Und wir haben geguckt, was hat Gott als Vater für mich vorbereitet. И мы рассматривали, что Бог, как Отец, приготовил для меня. Und was er hat mich akzeptiert. Как он принимает меня. Er ist gut zu mir. Он добр ко мне. Er ist treu zu mir. Он верен мне. Und so ein Vater darf ich heute für meine Kinder sein. И таким отцом я могу сегодня быть для своих детей. Und heute möchte ich über die Mutter sprechen. Сегодня я хочу говорить о матери. Ist auch eine sehr, sehr wichtige Funktion, die sich Gott überlegt hat. Это тоже очень важная функция, которую придумал Бог. Eine sehr, sehr wichtige Rolle in dieser Familie. Очень важная роль в семье. Und ich möchte hier erstmal mit der zweiten Folie eigentlich wieder anfangen. Das ist dieselbe Folie wie letztes Mal. Я хочу начать со второй фолии. Это та же самая, как и на прошлой неделе. Ich habe hier den Vers 21 nochmal unterstrichen. И я подчеркну стих 21. Ordnet euch einander, also steht in Epheser Kapitel 5, 21 bis 26. Послание к Ефесянам. Kapitel 5. Пятая глава. Vers 21. Со стиха, с 21 стиха. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Und dann lesen wir weiter, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter und ihr zeigt damit, dass ihr euch den Herrn unterordnet. Мы дальше читаем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus der Haupt der Gemeinde ist, er, der sie errettet und seinem Leib gemacht hat. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Und ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы zu seinem heiligen Volk zu machen. Vers 26. И сделал ее своим святым народом. Wir lesen hier im ersten Vers, ordnet euch einander unter. В первом стихе мы читаем, повинуйтесь друг другу. Und dann lesen wir die nächsten drei Verse irgendwie nur, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Но следующие три стиха мы читаем только о том, как жена должна повиноваться мужу. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, wo ist der Mann, der sich auch unterordnen soll? И мы спрашиваем, а где же тот мужчина, который должен повиноваться? Und das lesen wir im Vers 25. И это мы читаем в 25 Liebt стихе. Liebt eure Frauen. Любите ваших жен. Und lieben ist etwas, wo man sich auch unterordnet, wo man sich demütigt. А когда любишь, то это значит, ты и повинуешься, и смиряешься. Deswegen ist der Vers 21 eigentlich sehr prägend, ordnet euch einander unter. Поэтому 21 стих, он очень важен, повинуйтесь друг другу. Wisst ihr, ich habe das Privileg, auf vielen Hochzeiten schon gewesen, durfte ich schon sein. Auf vielen Hochzeiten. У меня уже была такая привилегия бывать на многих свадьбах. Und nicht meine Hochzeiten. Не моя свадьба, не мои свадьбы. Aber ich war als Besucher da oft. Но я был посетителем на свадьбе. Aber ich hatte auch eine eigene Hochzeit. Но у меня тоже была моя своя свадьба.
Und da gibt es viele verschiedene Predigten, die man da hört. И очень много проповедей слышишь на свадьбах. Und sehr oft wird einfach auch diese Ordnung Gottes dargestellt oder diese Familienordnung. И очень часто там проповедуют о порядке Божьем в семье. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man das nicht versteht als Mann, dass man jetzt Herrscher ist über der Familie sozusagen. И я считаю, что это очень важно, что мужчина это не поймет так, что он теперь властелин в семье. Da wird auch sehr oft auch der Vers gesagt, ja, von Paulus, die Frau ist doch das schwächere Gefäß. Очень часто приводится в пример стих из послания Павла, что женщина это слабый сосуд. Aber ich habe einen sehr, sehr wichtigen Gedanken dazu gehört. Но очень важная мысль на эту тему. Da hat der Prediger gesagt, проповедник сказал, wenn du eine wertvolle Vase nimmst, если у тебя есть драгоценная ваза, wird sie ein dickes Material haben oder ein dünnes Material? У нее будет толстый материал или тонкий? Also die wertvollen Vasen, die haben ein sehr dünnes Material, die sind sehr aufwendig gemacht worden. Те вазы, которые действительно стоящие и дорогие, они сделаны из очень тонкого материала. Und Frauen sind diese wertvolle Vase. А женщины это и есть эти драгоценные вазы. Oder die Gefäß wird es in как в Библии сказано, сосуды. Dieses wertvolle Gefäß. Это дорогой сосуд. Ein zerbrechliches Gefäß. Который хрупкий. Aber auch mit sehr viel Liebe gemacht, mit sehr viel Liebe ausgedacht und von Gott gewollt. Но сделан с любовью, которого Бог сотворил с любовью. Und wo wären wir Männer ohne unsere Frauen? И где бы были мы, мужчины, без наших женщин? Wo wären wir da? Где бы мы были? Ich habe überlegt, ich hätte einige Sachen hätte ich auf jeden Fall nicht gehabt, wenn ich meine Frau nicht hätte. Я подумал, что очень многого у меня не было, если бы не было моей жены. Und da will ich einfach uns motivieren und zu sagen, auch für uns Männer, dass wir dürfen nicht einen Machtmissbrauch begehen. Я хотел бы очень многим мужчинам сказать, их мотивировать, что эту власть мы не должны ею злоупотреблять. Wie jetzt in der nächsten Folie, da sehen wir so ein Bild. Мы видим картину. Hoffentlich für euch sichtbar. Die Frau trägt da so viele Äste oder so viele kleine Äste. Вы видите, что жена, женщина несет очень много как этих веток, деревянных веток. Und der Mann, der geht vor ihm hin. Ich weiß nicht, ob das der Mann ist. А мужчина идет перед ней, не знаю, это является ли он ее мужем. Da gibt's einige solche Bilder. Но такие картины есть в интернете. Und das zeigt eigentlich eine falsche Rollenverständnis. И это показывает неправильное распределение ролей. Viele beziehen sich ja auf die Stelle in Genesis 2:18. Многие ссылаются на место в Бытие 2:18. Und da lesen wir in der Luther-Übersetzung. И мы читаем в переводе от Лютера. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Это теперь в синодальном переводе. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Und in einigen Übersetzungen, in alten Übersetzungen steht da auch Gehilfe. Hilfe. Also eine Hilfe und jetzt eine Gehilfe, das ist eigentlich dasselbe, ja. Ja. Да, тут есть небольшой нюанс, как бы помощь и помощник. Да? В некоторых переводах стоит будет ему помощью, а в некоторых он будет ему помощником. Und Hilfe ist einerseits ein gutes Wort, и с одной стороны, помощь это хорошее слово. Aber es kann auch nicht so schön sein. Но это может быть и не таким хорошим словом. Es gibt dieses Wort Aushilfskraft. Есть такое слово, то есть, как же это перевести? Oder Hilfskraft. Да, то есть это как бы помощник на каком-то предприятии. Also in der Arbeitswelt ist das jemand, der keine Ausbildung hat, aber dann irgendwie hilft, also nicht vom Fach ist. То есть на предприятии это человек, который не получил образование, но просто как бы чернорабочий, что-то такое. Und Hilfe, aber andererseits ist Hilfe auch ein schönes Wort, wenn wir Hilfe erfahren. Но с другой стороны, помощь это очень хорошее слово, когда нам кто-то помогает. Und dieses Wort Hilfe kommt von dem ursprünglichen Wort Eser. Hebräisches Wort Eser. Слово помощь происходит от древнего еврейского слова Eser. Und das wird oft, also wird übersetzt als retten und eine starke Hilfe sein. Часто переводится это слово как спасать и быть большой помощью. Und dieses Wort wird 17 Mal, also kommt 20 Mal in der, im Alten Testament vor. В Ветхом Завете это слово встречается 20 раз.
Und 17 Mal davon wird damit Gott beschrieben. И 17 раз из этих 20 описывают это слово описывает Бога, качество Бога. Hilfe von Gott. Помощь от Бога. Und mit diesem Wort steht hier eine Hilfe gemacht für den Mann. И именно это слово употребляется здесь в Бытие 2:18 быть помощью для мужчины. Also, wir müssen da ich habe mal gehört, ich muss als Ehemann aufpassen. То есть мне нужно как мужу быть очень внимательным. Weil ich bin Gottes Schwiegersohn. Потому что я являюсь Божьим зятем. Und meine Frau ist die Tochter Gottes. А моя жена это дочь Бога. Ich meine, da gibt's viele verschiedene Reden oder Sprüche. Есть очень много разных высказываний на эту тему. Aber Gott hat beide gleich, also Gott hat Mann und Frau geschaffen. Но Бог сотворил мужчину и женщину. Gott hat beide wunderbar geschaffen. Он их сотворил прекрасно. Und wisst ihr, in einem jüdischen Buch, в одной еврейской книге, da haben sich Rabbiner die Frage gestellt, warum von der Rippe, warum wurde von Adam von der Rippe die Rippe genommen und eine Frau gemacht? Rabbine задаются вопросом, почему же женщина была сотворена из ребра мужчины? Und die Antwort war, damit sie näher an seinem Herzen ist. И ответ был, потому чтобы она была ближе к его сердцу. Weil Gott hätte doch von was anderes nehmen können, von Gehirn nehmen können oder von wo was anderes nehmen können. Он мог бы взять и другую часть тела, что-нибудь из мозга или другое место. Aber er hat aus der Rippe genommen, damit es wirklich nah am Herzen ist. Но он взял ребро, потому что это было близко к сердцу. Es ist jetzt nichts aus der Bibel, это aus dem Jüdischen. Библии, это просто интерпретация. Und ich finde es manchmal sehr interessant, so jüdische Auslegungen zu lesen. И иногда очень интересно читать именно эти иудейские интерпретации. So, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, über die Frau oder die Ehefrau. Мы говорили много теперь о женщине или жене. Über den Ehemann, über den Mann. О мужчине, муже. Und ich möchte in der nächsten Folie auch über die Mutter sprechen. Но теперь я хочу говорить о матери. Was ist denn der Unterschied zwischen Vater oder der wesentliche Unterschied zwischen Vater und Mutter? Что же является основным различием между отцом и матерью? In Sprüche Kapitel 6, Vers 20. Притчах, глава 6, стих 20. Da lesen wir hier diesen Satz. Мы читаем это предложение. Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters. Сын мой, храни заповедь отца твоего. Und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. И не отвергай наставление матери твоей. Also ich weiß nicht, wie sich das im Russischen anhört. Я не знаю, как это звучит на русском. Aber hier lesen wir einmal Vater und Gebot. Но в немецком языке мы читаем отец и заповедь. Und Frau oder die Mutter und die Weisung. И мать и наставление. Und daraus kann man eigentlich sehr viel ziehen aus dem Rollenverständnis von Vater und Mutter. Я думаю, что это дает нам уже направление, какие роли у отца и у матери. Vom klassischen Bild. Wenn man vom klassischen Bild spricht. Если мы исходим из классической картины. Sehr oft oder die Mehrheit der Väter ist der Versorger der Familie. Er ist immer arbeiten. Er ist sehr oft unterwegs und sehr oft nicht so präsent wie die Mutter. Большинство отцов это отцы, которые снабжают свою семью тем, что ей нуждается, в чем она нуждается. Они не так часто бывают дома. Und für mich ist auch das Wort Gebot. И для меня слово заповедь. Das ist etwas, was wirkt von oben nach unten. Это то, что действует сверху вниз. Ja, das ist etwas, wenn jemand höher steht und jemand weiter unten steht. То есть это кто-то стоит выше и дает эту заповедь кому-то вниз. Und wenn wir das nicht halten, dann gibt's Ärger. Если мы не соблюдаем эту заповедь, то тогда нам не сдобровать. Und dafür ist der Vater hier oder zumeist verantwortlich. И за это ответственен отец. Und die Weisung, das ist eher auf der gleichen Ebene. Но наставление это что-то, что происходит на одном уровне. Wir wissen, dass die Mutter viel oder die
Mama, die Mutter, die verbringt viel Zeit mit den Kindern. Мы знаем, что мать проводит очень много времени со своими детьми. Bei uns in Deutschland, wir haben hier die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen. Здесь в Германии у нас есть время взять такое, как бы родительское время после рождения ребенка. Wo meistens die Frauen dann 10 Monate oder über ein Jahr Zeit nehmen, um mit dem fürs Kind zu sorgen. Когда в основном матери 10 месяцев или даже больше года берут себе свободное время, чтобы находиться с ребенком. Und die Mutter steht, ist also so in der Ebene von den Kindern und hat so eine nahe Beziehung. И она находится на одном уровне с ребенком, и у нее очень близкие взаимоотношения с ребенком. Nicht falsch verstehen, nicht sagen, ich will nicht sagen, dass die Mutter genauso viel wert ist wie die Kinder. Я не хочу сказать, что она, то есть ее ценность как бы такая же, как ребенка. Sondern dass sie einfach diesen Zugang hat. Но что у нее есть вот этот подход к ребенку. Den der Vater so oft nicht hat. Которого часто нет у отца. Und wir lesen das eigentlich, oder wir sehen das schon in der Natur, dass die Mutter eine engere Verbindung hat zum Kind als der Vater. И мы даже видим это в природе, что у матерей более тесная связь с детьми, чем у отцов. Die Seepferdchen, bei den Seepferdchen. Как же эти коньки называются? Морские коньки, да? Правильно? Морской конек. Ja, das ist, glaube ich, das einzige Wesen, wo ich zumindest kenne, wo der Vater die Kinder gebiert. То есть это единственное существо в природе, насколько я знаю, где отец рождает детей. Also der Mann, das männliche. То есть да, то есть мужская особь рождает. Самец, да, ja. Рождает детей. Aber wir wissen, bei uns Menschen funktioniert das nicht. Но мы знаем, что у нас людей такого не получается. Gott hatte einen Plan gemacht und das wird auch der Mensch niemals ändern können. Да, Бог сделал определенный план, и человек не может этого изменить. Auch wenn ich meinen Körper verändere. Даже если я изменю свое тело. Wenn ich da bestimmte Operationen mache. Если я какие-то операции сделаю. Gott hat die Mutter geschaffen, dass sie das Kind, das Leben zur Welt Бог создал женщину, чтобы она производила жизнь в этот мир. Und wir lesen Jesaja Kapitel 49, Vers 15. Мы читаем Jesaja 49. Jesaja Kapitel 49, Vers 15. Doch Gott antwortet: Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Welches Vers nochmal? 15. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Halleluja. Halleluja. Gott hat die Mutter geschaffen. Бог сотворил мать. Gott hat diese wunderbare Aufgabe ihr gegeben, dass ein Säugling aufwachsen darf in der Gebärmutter. Бог дал ей эту замечательную роль, это задание. Ребенок может расти в ее утробе. Und da fängt schon eine intensive Verbindung an zu dem Kind. И уже там начинается эта интенсивная связь с ребенком. Bin ich da richtig? Это правильно? Was sagen die erfahrenen Mütter? Что говорят опытные матери? Ja, so ist es, ja. Man fängt, also ich kann das als Vater sagen, es ist wirklich so am Anfang, du freust dich natürlich, du siehst den Bauch, aber du spürst nicht vielleicht die Tritte. Как отец я могу сказать, конечно, ты радуешься, ты видишь этот живот, но ты не чувствуешь этих толчков в животе. Ich höre nur das, was meine Frau zu mir sagt, was sie verspürt. Я слышу только то, что жена рассказывает мне, что она чувствует. Und sie hat schon sehr früh diesen engen Kontakt, das enge Kontakt zu dem Kind. У нее уже на очень ранней стадии этот тесный контакт с ребенком. Und wir lesen hier, dass es ja eine Frage gestellt wird: Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? И здесь задается этот вопрос: Забудет ли женщина грудное дитя свое? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Сможет ли она этого дитя просто оставить на произвол судьбы? Und dann würden, ich glaube, die meisten von euch sagen, nein, ich könnte das nicht. Ich glaube, sogar alle würden das sagen. Aber in der Welt gibt es sowas. Wisst ihr, ich habe jetzt so einen Beitrag gelesen, auch aus der Ukraine. Dass Leihmutterschaft
Das Thema Leihmutterschaft. Тема, по-моему, это называется по-русски суррогатное материнство, да? Ja, in Deutschland ist das verboten. В Германии это запрещено. Und in Ukraine darf man das machen? В Украине это можно делать. Das heißt, eine andere Mutter trägt dein Kind aus. То есть другая мать выносит твое дитя. Und du kannst mir sagen, was du willst. И ты можешь мне сказать все, что ты хочешь. Auch diese Leihmutter fängt an, irgendwelche Gefühle für dieses Kind zu entwickeln. Даже эта суррогатная мать начинает развивать чувства для этого ребенка. Also es gibt so ein System, wo sogar dieser Bibelvers aus oder diese Fragen ausgelebt werden. То есть даже есть такая сфера, в которой эти стихи из Библии могут быть истолкованы. Aber wir haben diese Zuversicht und selbst wenn es vergessen würde von der Mutter, ich vergesse dich niemals. Но у нас есть уверенность, что даже если мать забудет свое дитя, Бог говорит, я тебя не забуду. Es gibt auch hier in Deutschland Mütter, die ihre Kinder vernachlässigen. Oder Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen. Есть матери или родители, которые не заботятся о своих детях. Aber wir dürfen wissen, Gott vergisst seine Kinder nie. Но мы не должны забывать, Бог никогда не забывает своих детей. In Psalm 139, Vers 13 lesen wir auch noch so einen schönen Vers. В Псалме 139, Vers 13. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Vers 13. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Also wir lesen hier im Leibe der Mutter kunstvoll gebildet von Gott. Мы читаем в чреве матери ты устроил внутренности мои. В немецком языке еще есть момент kunstvoll, то есть это kunstvoll это как бы искусство, да, то есть с большим творчеством, как бы творческой силой. Und wir lesen einfach, das bestätigt nochmal Gottes Plan und Gott gibt dieser Frau eine Verantwortung, eine Mutter zu sein. И это еще раз подтверждает, что у Бога есть план, и Он дает эту ответственность женщине заботиться о своем дитя. Und ich bin froh, also ich habe geguckt, welche Mütter gibt es denn in der Bibel. И я посмотрел, какие же примеры для матерей существуют в Библии. Und es gibt viele gute Beispiele von Müttern. Есть очень много хороших примеров матерей. Angefangen von Maria, der Mutter von Jesus. Начиная с Марии, матери Иисуса. Die als Jungfrau schwanger geworden ist. Которая девственницей забеременела. Und das war eine Katastrophe zu der Zeit. И это была в то время просто катастрофа. Wer würde ihr das glauben? Кто бы ей поверил Sie это? Sie war verlobt schon mit Jakob. Josef, ja, Josef. Она была обручена с Иосифом. Und jetzt hat sie alle Normen sozusagen, alle ethischen Normen gebrochen. И все этические нормы были переступлены. Und Josef hätte alles Recht dazu, sich von dieser Frau zu trennen. И у Иосифа было полное право, чтобы бросить ее. Und Maria wusste das auch. И Мария это знала. Aber sie hat auf Gott vertraut. Но она доверяла Богу. Sie hat Gott vertraut, dass Gott das schon richtig lenken wird. Она доверяла Богу, что Бог это устроит. Und kam nicht auf die Idee, dieses Kind irgendwie loszuwerden. И ей не пришла в голову идея как-то избавиться от этого ребенка. Sondern sie hat dieses Kind geboren und so gemacht, wie der Engel Gabriel es auch ihr weitergegeben hat. Но она сделала все так, как ангел Гавриил ей это передал. Und wir lesen auch über die Mutter Hannah zum Beispiel. Мы читаем о матери Анне. Die kein Kind gebären konnte ребенка, und leiden musste, weil die andere Frau ihres Mannes страдала, мужа, was im Alten Testament, also Polygamie war im Alten Testament nicht erlaubt, aber war geduldet. В Ветхом Завете полигамия была не разрешена, но была терпима. Also es war nicht der Wille Gottes, aber es wurde geduldet, то есть это не было волей Божьей многоженство, но это допускалось. Und Hannah hat sehr viel Mobbing erfahren. И Ханна пережила очень много насмешек von dieser anderen Frau. От другой жены, dass sie kein Kind bekommen konnte. На почве того, что она не могла родить ребенка. Und sie hat ja zu Gott gebetet im Tempel. И она молилась Богу в храме. Dass Gott ihr ein Kind gibt und sie will dieses Kind
dem Herrn und weihen, das heißt dem Tempel geben. Чтобы Бог дал ей родить ребенка, и она хотела посвятить этого ребенка Богу, то есть отдать его в храм. Ja, und sie wurde schwanger und sie hat ein Kind geboren und dieses Kind hieß Samuel. И она забеременела, она родила ребенка и назвала его Самуил. Sie war 3 Jahre, hat sie für ihn gesorgt. 3 года она о нем заботилась. Hat ihn entwöhnt. Потом, да, когда она прекратила кормить его грудью, und hat ihr Versprechen gehalten. Она сдержала свое обещание. Und hat ihren Sohn in den Tempel gegeben, dass dort dienen kann. И она дала своего ребенка в храм, чтобы он там мог служить. Und dann lesen wir noch von den Großmutter und Mutter Luis und Eunike. Luis und Eunike. И мы читаем о бабушке и матери Луис и Ойнике. Das heißt, für die meisten ist Hannah eigentlich sehr bekannt, die Geschichte von Hannah. Для многих история с Анной очень известна. Aber Luis und Eunike würde wahrscheinlich wenigen oder nur den Leuten, die wirklich in der Bibel ein bisschen mehr lesen, ein Begriff sein. Но другая история о Луис и Ойнике, она многим не знакома. Ja. Wir lesen, dass es Eunike ist die Mutter von Timotheus und Lois ist die Großmutter von Timotheus. Eunike это мать Тимофея, а Лоис это его бабушка. Und Timotheus war wie ein geliebter Sohn für Apostel Paulus gewesen. А Тимофей он был как бы любимым сыном апостола Павла. Und im 2. Timotheusbrief Kapitel 1 Vers 5 lesen wir, was Apostel Paulus hier schreibt. Во втором послании к Тимофею, глава Kapitel 1, Vers 5. Так. Первая глава, 5 стих. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоидии и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Das heißt, die Frau, die Mutter hat auch einen großen Einfluss auf das Glaubensleben des Kindes. Это значит, что мать имела очень большое влияние также на веру своего ребенка. Es wird hier nichts vom Vater geschrieben. Здесь ничего не стоит об отце. Aber man geht davon aus, dass der Vater ein Grieche war. Но считается, что его отец был греком. Und seine Mutter war jüdischer Abstammung. А его мать была иудейка. Und die Großmutter auch jüdischer Abstammung. И бабушка тоже. Und so schreibt halt eben Timotheus, Apostel Paulus zu Timotheus. И это пишет апостол Павел к Тимофею. Und hebt wirklich den Glauben der Mutter und der Großmutter hervor. И подчеркивает веру матери и бабушки. Und ich will dir damit auch sagen, wenn du Mutter bist. Я хочу тебе сказать, если ты мать. Du hast eine große Verantwortung. У тебя очень большая ответственность. Du hast eine große Aufgabe. У тебя большое задание. Mit Weisheit zu erziehen. Воспитывать с мудростью. Mit Glauben zu erziehen. В вере воспитывать. Und näher, das Kind näher zu Gott zu bringen. И ребенка приводить ближе к Богу. Wisst ihr, die Welt, die zeigt uns ein anderes Bild der Frau. Вы знаете, мир показывает нам другую картину женщины. Man spricht eher über Emanzipation, die Frau oder ich kann alles alleine, die Frau, der Mann kann alles alleine. Мы слышим только об эмансипации, что женщина все может сама. Wir lesen, eine Frau muss Karriere machen. Мы читаем, женщина должна сделать карьеру. Nicht zu 100%, aber sehr, sehr oft wird das in der Welt weitergegeben. Не на все 100%, но очень часто это в мире пропагируется. Es wird irgendein Schönheitsideal weitergegeben von dieser Welt. Определенный идеал красоты, о котором мы постоянно слышим в этом мире. Aber das Reich Gottes hat andere Werte. Но Царствие Божие, у него совсем другие ценности. Egal ob Mann oder Frau, wir können nicht alleine. Неважно, мужчина или женщина, но мы не можем по одному. Das ist eine große Lüge dieser Welt. Это большая ложь этого мира. Wir brauchen Gott. Им нужен Бог. Amen. Brauchen wir Gott. Amen. Egal ob Mann oder Frau, wir brauchen Gott. Неважно, мужчина или женщина, но мы нуждаемся в Боге. Wir brauchen auch seine Ordnung. Нам нужен его порядок. Ja? Und er hat ein klares Bild auch für die Familie. И он нам дал ясную картину для семьи.
Und ich weiß, wenn Gott dir diese Aufgabe gegeben hat oder diese Verantwortung gegeben hat, ein Kind in der Familie zu gebären. Я знаю, если Бог дал тебе это эту ответственность и это задание родить ребёнка. Das ist eine große Verantwortung, die Gott dir schenkt. Это большая ответственность, которую Бог даровал тебе. Und du bist an, also du musst dich nicht an irgendeinem Schönheitsideal klemmen. И тебе не нужно придерживаться какого-то идеала красоты. Weil du die Trägerin der Schönheit bist. Потому что ты есть носительница красоты. Der Schönheit Gottes. Красоты Божьей. Amen. Amen. Der Schönheit Gottes, die du weitergeben darfst an deine Kinder. Божьей красоты, которую ты можешь передать дальше своим детям. Und dass deine Kinder einfach ein hohes Selbstwertgefühl haben. Чтобы твои дети имели чувство собственного достоинства. Weil sie wissen, meine Eltern wissen, wer sie sind. Потому что они могут сказать, мои родители, они знают, кто Meine Mutter есть. Weiß, wer sie ist. Моя мать знает, кто она есть. Sie ist ein Kind Gottes. Она дитя Божье. Sie ist die Trägerin der Schönheit. Она носительница красоты. Sie ist kunstvoll gemacht worden von Gott. Она с большим творческим сделана Богом творчески. Und ja, sie darf diese Verantwortung auch weitertragen. И она может эту ответственность передавать дальше. Und wisst ihr, da ist so ein Kampf heute. Zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in der Ukraine ist. Я не знаю, как это в Украине, но в Германии в настоящий момент происходит такая борьба. Und nicht nur und auch in Deutschland, ich habe auch gesehen in Südkorea. И даже в Южной Корее. Da entscheiden sich mehr und mehr junge Frauen gegen die Familie, sie wollen Karriere machen. Всё больше и больше молодых женщин, они принимают решение против семьи, за карьеру. Ich persönlich habe Leute angetroffen. Я лично встречал людей, die haben gesagt, ich will überhaupt keine Kinder haben. Которые говорят, also, я вообще не Frauen, хочу иметь детей, женщины. Weil, und das ist der Grund dafür, и причина этому ist, ja, ich habe so viel jetzt, ich habe meinen Uni-Abschluss gemacht, ich habe so viel geleistet und wenn ich jetzt ein Kind bekomme, dann schmeiße ich alles in die Tonne. Они говорят, я учился в университете, я столько достиг, и если я сейчас обзаведусь семьей, то я все это выброшу. Aber wisst ihr, die Welt kann uns nicht erfüllen. Но мир не может дать нам удовлетворение. Gott erfüllt uns. Бог дает нам его. Gottes Plan erfüllt uns. Бог наполняет нас, его план. Und wisst ihr, wenn du eine Frau bist und auch keine Kinder hast oder keinen Ehepartner, Но если ты женщина и у тебя нет мужа и нет детей, das heißt aber nicht, dass Gott dich nicht liebt. Это не значит, что Бог тебя не любит. Auch da, du bist auch die Trägerin der Schönheit. И в этом случае ты носительница красоты. Und auch Gott hat, auch für dich hat Gott einen Plan. И для тебя у Бога есть план. Wisst ihr, wir reden über Familie und vielleicht, ich weiß, dass wir einige in der Gemeinde haben, die alleinstehend sind. Мы говорим о семье, но мы знаем, что у нас в нашей церкви есть люди, которые живут одни. Gott hat dich nicht vergessen. Бог тебя не забыл. Gott hat mit dir was etwas vor. У Бога есть планы. Das wollte ich auch unbedingt sagen. Я тоже это обязательно хотел сказать. Und Apostel Paulus schreibt auch ich weiß jetzt nicht, wo die Stelle ist, aber Apostel Paulus schreibt, dass es noch besser ist, sozusagen nicht in die Ehe einzugehen. Но апостол Павел пишет, что еще лучше не жениться или не выходить замуж. Weil du damit noch mehr dem Herrn dienen kannst. Чтобы ты еще больше мог служить Богу. Ja. Wir wollen beten. Мы хотим молиться. Wir wollen beten, dass wir starke Mütter haben. Чтобы у нас были сильные матери. Wir wollen beten, dass starke Frauen da sind. Чтобы были сильные женщины. Dass Glaubensfrauen hier sind. Женщины веры. Und die viel bewegen können, которые могут много совершить, die viele gesunde und geistlich gesunde Kinder haben, у которых дети, духовно здоровые дети, und einfach diese für mich als Mann auch diese wunderbare Hilfe sind. И для меня, как мужчины, они были бы прекрасной помощью. Ja, wir haben gelesen in der Folie 3, dieser Eser. Мы читали это слово еврейское Эза. Eine starke Hilfe sein. Это сильная помощь. Ja, hinter einem starken Mann steht meistens auch immer eine starke Frau. За сильным мужчиной стоит сильная женщина. Amen. Also ich sage Amen dazu. Я говорю на это Амин. Ja, und wir wollen dafür beten. И мы хотим молиться. Wir wollen dafür beten und Gott wird kann dir in diesem Moment auch Antwort schenken. Vielleicht hast du auch eine gewisse Not als Mutter. И Бог может тебе в этот момент дать ответ. Может быть, у тебя есть нужда, как у матери. Bring das auch vor Gott einfach. Принеси это к Богу. Und das wollen wir jetzt einfach praktizieren. И мы это хотим сейчас сделать.
In Adel. Okay. Ja, meine Schwägerin Inadil ist auch eine Mutter. Lass uns für sie auch beten, dass sie ist bewusstlos. Ich weiß nicht den Hintergrund, aber wir können auch dafür beten. Сестра моей жены, она тоже мать, и она потеряла сознание. Причины неизвестны. Мы будем молиться и о ней. Werden wir auch dafür beten. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen und einfach das dem Herrn bringen. Herr Jesus, ich danke dafür, dass du ein wunderbarer Gott bist. Ich danke dafür, dass du, Herr Jesus, einfach ein wunderbares Bild geschaffen hast, eine wunderbare Schöpfung gemacht hast. Ich danke dir, Herr Vater, dass du einen Mann geschaffen hast, eine Frau nach deinem Ebenbild geschaffen hast, Herr Jesus, dass Mann und Frau sich so wunderbar ergänzen können und dass sie sich auch unterordnen sollen, untereinander unterordnen sollen, Herr Jesus. Ich danke dir für dein Wort, das du gibst, und ich danke dir für alle Mütter, für alle Frauen auf dieser Welt und in dieser Gemeinde, Herr Vater, danke ich dir dafür, dass du sie geschaffen hast, dass du ihnen eine wunderbare Verantwortung gibst, Herr Jesus, und ich bitte dich, dass sie einfach gestärkt werden im Glauben, dass sie sehen, dass sie eine große Verantwortung haben, vielleicht nicht etwas, was die Welt anerkennen wird, aber was du anerkennst, und du wirst segnen mit Erfüllung, du wirst segnen mit Freude, du wirst segnen mit Dingen, Herr Vater, die die Welt nicht geben kann, Halleluja, und dafür danke ich dir, Herr Jesus, segne jede einzelne Mutter in unserer Gemeinde, die einfach Kinder hat, die Kinder erwarten, Herr Jesus. Segne jede einzelne Frau, Herr Jesus, hier in dieser Gemeinde. Ich bitte dich, Herr Jesus, das ist heute mein Anliegen und heute mein Gebet, Herr Jesus. Wir bitten dich auch für Inadil, Herr Jesus, in dieser Situation, wo sie gerade ist, Herr Vater. Ich bitte dich, dass du, Herr, dort etwas tust. Ich weiß nicht, was da vor sich geht, aber wir bitten dich um deine Führung, deine Unterstützung, dein Gebet, Herr Jesus, Halleluja, dass du dort wirkst, dass du ein Wunder tust, dass sie zu sich wiederkommt, Herr Jesus, und einfach komplette Gesundheit, dass du ihr schenkst, Herr Jesus. Dir sei Lob und Ehre gebracht. Wir bitten dich, Herr Jesus, segne Ina in diesem Moment dort in dem Ort in Bad Gandersheim. Halleluja, Halleluja. Dir sei Lob und Ehre gebracht in Ewigkeit. Amen.